Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Avatarinnen und Avatare. Und hier wieder die 1.11-Nachrichten für den Jahreswechsel 2019-2020. Schneiden wir dann raus, ne? Moment, erstmal mal einen Schluck mehr hier. Rausschneiden, ne? Ja, aber wie gesagt, rausschneiden, nachher nicht vergessen, ne? Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ja, erster Gesichtsausdruck. Ja, die 1.11 Nachrichten für den Jahreswechsel 2019-2020. Mit exklusiven Fake-Nachrichten, die gar keine sind. Für Sie, für ihn und alle Diversen. Karlsruhe, BTN. Nach nur 15 Jahren ist es dem Bundesverfassungsgericht nun am 5.11.2019 gelungen, die Menschenwürde nach § 1 des Grundgesetzes zu 70% wieder herzustellen. Die 160% Kürzungen des Regelsatzes in Hartz IV wurden abgeschafft. Bis zu 30% Kürzungen des Existenzminimums bleiben aber weiterhin möglich. Man hofft nun aber auf Nachbesserungen, vielleicht sogar noch im laufenden Jahrhundert. Ludwigshafen, Berlin, BTN. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat noch immer nicht auf das Angebot des Erziehungswissenschaftlers Burkhard Tombouf reagiert, ihm für die Zahlung von 1.000 Euro 15 Minuten lang persönlich zuzuhören zum Thema der pädagogischen Sinnlosigkeit von Sanktionen im Hartz IV. Trotz des Vorschlages, dieses Treffen an einem beliebigen Ort und zu einer beliebigen Zeit durchzuführen, gab der Minister weiterhin keinerlei Rückmeldung. Auch die Ergänzung, dass Geld statt an ihn, an eine wohltätige Organisation seiner Wahl zu zahlen, rührte Herrn Heil nicht. Tombouf hofft nun auf die Mitarbeit der erinnernden Öffentlichkeit. Entsprechende Mailadressen befinden sich im Anhang. Ludwigshafen, BTN. Der ehemalige Fallmanager und Aktivist gegen Hartz IV, Burkhard Tombouf, MA, bietet ein neues, hilfreiches Buch
zum Thema an. Bei Bedürftigkeit keine Nachweise erforderlich, wird das Buch aber auch kostenlos als PDF zugenäht. In Deutschland ARD. Dieter Nuhr kann es nicht lassen. Bei einem Live-Auftritt hat er nun Frau Greta Thunberg mit Adolf Hitler und Josef Stalin verglichen. Als Nuhr bemerkte, dass doch nicht jeder hiervon begeistert war, bestritt er seine Äußerungen und entschuldigte sich halbherzig. Zuvor hatte ihn aber bereits der staatlich anerkannte Erzieher Heinz Burkhardt Tom Hoop aus Ludwigshafen-Hemshof mit dem dummen August verglichen. Tom Hoop bestreitet seinen Vergleich nicht und sieht auch keinerlei Anlass, sich zu entschuldigen. Weltweit, WTN. Weltweit gelten auch heute wieder unsere Ratschläge für das kommende Jahr. Ein Buch mehr lesen als eigentlich geplant. Mindestens einen Euro mehr für wohltätige Zwecke spenden als eigentlich geplant. Und stets die goldene Regel befolgen. Anmerkung für Intellektuelle, der kategorische Imperativ tut es notfalls auch. Und gib, was du bekommen möchtest. Und last not least, lass dich nicht beirren. Vielen Dank und einen angenehmen Abend. See you.